Hallo, ihr süßen Pupis, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Berlin, aber nicht aus Berlin, sondern aus Köln. Ich bin nämlich heute Morgen um 9 nach Köln gedüst mit dem ICE und bin jetzt hier im wunderschönen Hotel am Augustinerplatz, heißt das, glaube ich. Ein ganz, ganz süßes kleines Zimmerchen, ganz süß, alles relativ neu gemacht, bin sehr zufrieden. Und ich werde heute nämlich wieder mal für meine allerliebste Kosmetikmarke NYX Professional Make-up ein Event moderieren. Und zwar betreue ich heute Bloggerinnen, Influencer, Influencerinnen und so Beauty-Leute, die alle in den Store kommen, und dann soll ich, glaube ich, mit denen backen. Ich habe jetzt der Agentur, die mich immer beauftragt, Adhouse heißen die, noch nicht gesagt, dass ich backen hasse. Aber gut, müssen sie ja auch nicht wissen. Ja, nur die Rechnung bezahlen. Also ich werde mich jetzt mal schminken, weil wir haben es jetzt kurz vor 3, 15 Uhr. Und um 16.30 Uhr muss ich fertig sein. Um 18.30 Uhr kommen dann die ganzen Influencer. Das Tolle ist, der Store ist 2 Minuten zu Fuß entfernt. Also von daher, ich schmeiß mich jetzt mal in Schale. Schnipp, schnapp, und schon bin ich aufgetranst und aufgepufft. Oh ja, so ist schönes Licht. Ich habe vorhin eingangs ganz vergessen zu erwähnen, heute ist Nikolaus. Heute ist also der 6. Dezember und deshalb wird halt auch wohl gebacken. Ich werde jetzt einfach mal hinlaufen und dann gucken wir mal, wie das dann wirklich ist. Wenn der Fahrstuhl mal kommt, ich wohne hier im 5. Stock. Habe alles mit dabei, habe momentan noch meine Turnschuhchen an. Und vielleicht lasse ich sie auch einfach an. Ich muss mal sehen. Ich war schon mal, dieser NYX Store, der hat im ersten OG oben, hat der so eine kleine Küche und so eine kleine süße Ecke, wo sich so Blogger und Bloggerinnen niederlassen können. Und jetzt geht's gleich raus, ich zeig's euch. Und jetzt sind wir schon direkt mitten im Hotel Augustinerplatz und wir direkt mitten in der Fußgängerzone. Also ich weiß jetzt, jeder Kölner wird mich jetzt hassen, aber ich finde ja sowieso, Städte, die nur aus Fußgängerzonen bestehen, sind ja schon mal generell keine richtigen Städte, sondern nur westdeutsche Ansammlungen von Menschen. Hi! Nein, ich komme aus Berlin! Blöde Scheißkuh. Hi! Da. Hi! Aber sonst geht's gut, ja, ihr Mäuse? Gott! Hi! So. Hi, geh einfach mal durch. Mein Make-up ist unflieg, sag mal, was ist das? Ist das irgendwie eine Beschimpfung oder meinen die das nicht? Weiß man nicht genau. Guck mal, ist das so süß gestaltet. Hallo. Hi, na? Sehr weihnachtlich bei euch. Ja. Meine Güte, hallo. Jessica, hallo. Guten Tag. Oh, du bist auch wieder da. Hallo. So, passt auf, das da ist der Chris. Wo ist denn das, der Chris? Das ist der Chef. Da muss ich jetzt ganz freundlich sein. Hi, Chris. Ganz freundlich. Und der Nico ist ein Angestellter. Ja, der ist nicht so wichtig. Aber der bucht mich immer. Und die beiden haben heute, ich zeig euch das mal, die haben ja eine, also nicht nur die beiden, aber die haben ja eine weihnachtliche Atmosphäre geschaffen. Hier oben, guckt euch das mal an. Guckt mal hier. Ganz viele Weihnachtsbäume. Essen. Ich glaube ja nicht, dass Influencer essen. Ich bin ja auch bislang der Meinung, dass das gar keine echten Menschen sind. Aber was werden wir dann heute, werde ich das rausfinden. Ist das süß gestaltet? Es hat ein bisschen was von einem weihnachtlichen Puff. Ich habe jetzt die Dani gefunden. Die Dani ist meine sozusagen Backmeisterin heute Abend. Hallo Dani. Hallo. Hallo. Und du bist nämlich, du hast deine Schürzen schon mitgebracht. Genau. Und zeig doch mal. Guck mal hier. Oh. Packen wir mal aus. Schön im Pink, wie das sein soll. Guter Kuchen, das ist deine Firma. Genau, ja. Guterkuchen.de kann man sich gleich mal merken. Und dann machst du heute so, du verzierst so Zeug. Genau. Mit so Perlchen. Mit Perlchen, wir haben jede Menge Glitzer, Streusel, Schnickschnack dabei. Ist ganz großartig. Wir machen Cake-Pots und Lebkuchen, Herzen, Lebkuchen, Tannenbäume. Also, meine Güte, also viel Glitzer. Weihnachtlich auf jeden Fall. Und dann so, wie heißen die Cake-Pops? Cake-Pops, genau. Da habe ich noch nie von gehört, das ist Kuchen am Stiel, oder? Kuchen am Stiel, genau. Also, wir haben da Sachertorte drin, schmeckt total super lecker, schokoladig. Wird ganz hübsch spaziert. Genau, das ist unser Plan heute. Toll, Dani, dann bin ich sehr gespannt. So, pass auf hier. Ach, es ist so wahnsinnig weihnachtlich. Aber die Palme ist jetzt nicht so weihnachtlich, Nico. Ja, aber, nichts gehört ja
aus L.A. Und deshalb muss hier eine Palme im Flur stehen, ist ja klar. Nee, du, Nico, ist klar. Guck mal, hier ist das süß gestaltet mit den Weihnachtsbäumen. Ist das süß. Und ich habe gerade schon gesagt, es ist eigentlich die schwulste Weihnachtsdekoration, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die verkaufen Make-up. Ach, guck mal, da ist noch eine. Hi. Du verkaufst auch Make-up. Alle verkaufen hier Schminke. Es ist jetzt ungefähr, würde ich sagen, 17 Uhr. In anderthalb Stunden kommen ja erst die ganzen Leute. Das bedeutet, was mache ich denn bis dahin? Guck mal, ist das weihnachtlich hier in Köln? Ist das weihnachtlich? Oh Gott, du sitzt aber ganz schön tief hier. So, hallo, jetzt mit Weihnachtshemd. Ist das süß gestaltet mit diesen kleinen Nikoläusen drauf. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, mein vierter Termin mit euch. Mindestens. Oder dritter. Nee. Mehr waren es bislang leider Hamburg, noch nicht. Hamburg, Köln, Berlin. Face Awards in Berlin. Ach ja, stimmt. Ja. Face Awards genau. In Berlin. Stimmt. Genau. Da, wo es so wahnsinnig heiß war. Ja, das weiß ich noch. Hab ich geschwitzt. Stimmt, also ist heute mein fünfter Einsatz für euch. Ja, genau. Immer wieder gerne. Ach, süß, freue ich mich. Jurassic ist klasse. Ja, ich weiß, dass die so klasse ist. Guckt mal jetzt, wen ich gerade gefunden habe. Der da, wie heißt du? Ich heiße Nika. Nika. Ich habe eine Freundin, die heißt auch Nika, die ist aber eine Frau. Ist das eine Abkürzung oder ist das ein richtiger Name? Nein, meine ich. Woher kommt der Name? Aus Georgien. Aus Georgien. Und der riecht auch sehr gut, der Nika. Und der wird sich heute nämlich nackig machen. Ja, ich weiß zwar nicht genau, warum. Warum? Was ist dann der Sinn und Zweck deines Aufenthalts hier heute nackt? Also ich spiele den Candyboy oder wie auch immer, den Weihnachtsmann. Oh. So, jetzt können aber auch mal die Leute kommen. Mutti hat Hunger. Der wird sich jetzt ausziehen. Der Nika. Der Nika ist ziemlich sympathisch. Natürlich auch ein bisschen prollig, muss man dazu ausmachen. Aber ein ganz, 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 ganz herzlicher, netter Mann. Und wenn der jetzt gleich auch noch oben ohne rumläuft, ist er natürlich noch umso netter. Kommt das schon wieder. Sind jetzt schon zwei viel zu früh gekommen. Viel zu früh, ich belästige den jetzt mal. Du bist hier heute der einzige Mann. Echt? Ja. Na, du bist homosexuell, oder? Vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, du bist homosexuell. Achso, der hält bist du so nah dran bei der Kamera? Du musst immer so weiter weggehen. Das sieht man auch ja, so. Ja, sonst sieht man ja, ja ganz genau klein. So ist das besser. Ja, du lest ja auch YouTube hoch, das sieht man. Mäuschen, warum seid ihr so früh? Weil unser Zug hatte Verspätung. Das ist, darf ich mal anfassen? Ja, so ja nur mal so sehr hart. Es hat nämlich die Dani, hat hier schon alles angerichtet. Kleine Spritztüten sind das hier. Kleine Spritztüten. Und das da, das sieht irgendwie giftig aus. Ja, das sieht fies aus. Ne? Das ist so eine Eiweißmasse und die schmieren wir gleich. Also wir streichen die ganz behutsam auf die, auf die Lebkuchen. Andere spachteln damit so Fenster zu. Könnte man, ja, ja, genau. Aber das schmeckt noch lecker. Schmeckt lecker. Ja, Fensterkitsch schmeckt ja nicht so gut. Stimmt, ne? Ja, genau. Die sind alle total im Stress hier. Nur ich habe keinen Stress. Aber dafür einen ganz süßen Stern. Und wenn man den richtigen Winkel erwischt, warte mal, dann sieht man mich da auch gleich nochmal in dem Sternspiegel. Oh, süß. Ach Gott, da kommt noch so eine. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Jessica. Guten Tag. Da ist noch eine jetzt gekommen, das ist die Soraya. Soraya ist sehr klein. Ein ganz kleiner Mensch. Und sie lacht auch. Oh, gut, das wird mir jetzt schon zu anstrengend. Oh. Irgendwas. So. Ich habe eine Lippenverlängerung, hatte mein Lippenstift in der Backen aufgetragen. Ach, siehst du mal.
Sharing is caring.